Am 21. April 2015 wurde er in Berlin verliehen. Der Deutsche Computerspielpreis 2015. Die Hauptveranstaltung fand am Abend in Berlin im E-Werk statt. Der Preis für das beste deutsche Spiel ging an Lords of the Fallen von Publisher Deck 13. Zahlreiche Gäste und Gesichter aus der Gaming-Branche sowie Prominente gaben sich auf der Veranstaltung die Klinke in die Hand. Der bekannte TV-Satiriker, Schauspieler und Entertainer Oliver Kalkofe war einer der Laudatoren für die Kategorie Bestes Multiplayer-Spiel, das Blizzard mit Hearthstone für sich entscheiden konnte. Man hat mich gefragt, ob ich hierher komme. Zu den Fernsehpreisen werde ich ja gar nicht mehr eingeladen, weil ich da meistens dann irgendwie immer nur Sachen sage, die gar keiner hören will. Deswegen hat man mich hier mal gefragt und da bin ich gerne gekommen. Ja. Nein, ich bin ein passiver Spielefan, weil ich bin ein bisschen verärgert und neidisch auf all die Spieler, die heute diese tollen Spiele haben und die Zeit haben, die auch zu spielen. Weil ich hätte mir so gewünscht, dass es so etwas früher in meiner Jugend gegeben hätte. Und ich kaufe ganz viele Spiele oder lade mir runter auf dem iPad Apps oder sonst was, aber ich komme gar nicht dazu, die zu spielen, weil ich die Zeit nicht habe. Und dann höre ich immer nur von allen, wie toll die sind, fange mal ganz kurz an und ärgere mich dann tierisch. Und deswegen bin ich sehr neidisch auf all die Gamer, die die Zeit haben, das auch wirklich zu machen, weil es ist großartig, was es da alles gibt inzwischen. Wo sieht TV-Experte Oliver Kalkofe eigentlich den Unterschied zwischen Spielen und Fernsehen? Ich meine, es gibt ja, wie gesagt, zum Glück keine Games wie von Familien im Brennpunkt oder Verdachtsfälle oder ähnliches. So, ne? Also sowas, wie wir jetzt im Fernsehen geboten bekommen, haben wir bei den Spielen nicht. Es ist ähnlich wie mit den großartigen Serien, die aus Amerika von HBO, Netflix oder sonst woher kommen. Aber was da an Ideen, an Kreativität und momentan ja auch vom Look her, hat der Spielfilmniveau zum Teil, was man da alles geboten bekommt, ist fantastisch. Peter Smits war ebenfalls einer der Laudatoren. Besser bekannt ist Smits als einer der bekanntesten und erfolgreichsten YouTuber mit seinem Kanal Pete Smeet. Das Besondere dieses Jahr für mich persönlich war, dass ich dabei bin. Weil die letzten paar Male habe ich nicht unbedingt verfolgt, muss ich zugeben. Da gab es dann immer so Negativschlagzeilen. War auch meine erste Frage, als ich gefragt wurde, kannst du da mitmachen? Also, ja. Okay, habt ihr denn was geändert? Und dann kam es an. Ja, das haben wir geändert, das haben wir geändert. Internationale Spiele, Publikumspreis, Spiele ab 18 gehen auch und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, let's do this. Also es hat sich einiges verändert und ich finde zum Besten. Und was sagt die Fachpresse zur Veranstaltung? Also der Weg, auf dem der Preis jetzt ist ein sehr, sehr guter. Wie auch der Herr Dobrindt gesagt hat, wenn noch ein bisschen mehr investiert wird, ein bisschen mehr Feintuning betrieben wird, dann ist es, glaube ich, auch ein Preis, der für die Endkunden da draußen, also für die Spieler, wirklich relevant werden kann. Ich finde, es müssten halt noch mehr solche Veranstaltungen geben, vielleicht auch ein bisschen spezialisierter. Es ist halt so, dass beim Deutschen Computerspielpreis noch so ein bisschen dieser Unterhaltungsfaktor noch sehr im Hintergrund steht. Es muss halt irgendwie so Entertainment sein, es muss halt einen gewissen Anspruch haben. Das ist halt so das typisch Deutsche. Und wenn ein Spiel nur Spaß macht, dann hat man so das Gefühl, es ist nicht genug. Und ich würde mir halt mal so einen Preis wünschen, wo halt wirklich dann auch rein der Spielspaß im Mittelpunkt steht und nicht eben die Faktoren, ob jetzt da auch ja, irgendwie ein höherer Anspruch drin steht. Aber prinzipiell ist es natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt ihn ja auch schon einige Jahre und ich denke, es wird ihn auch noch einige Jahre geben. Fakt ist, der Deutsche Computerspielpreis wird größer, wichtiger, besser. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, darin sind sich die meisten Teilnehmer einig. Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sich die komplette Preisverleihung bei uns noch einmal ansehen. Natürlich auf GamesTV24 im DCP-Kanal. Dort gibt es auch eine Übersicht über die Gewinner in Videoform. Wir freuen uns auf das nächste Jahr Deutscher Computerspielpreis 2016.